Bestimmt ist dir schon mal Folgendes aufgefallen. Wenn du einen Mann nicht magst und für ihn keine Gefühle hast, für ihn nichts empfindest, dann ist es für dich viel einfacher, dir keine Gedanken über ihn zu machen, dir nicht den Kopf über ihn zu zerbrechen, was in ihm vorgeht und ihn auch nicht auf ein Podest zu stellen. Aber was passiert, wenn du einen Mann wirklich magst, wenn du vielleicht schon Gefühle für ihn hast und etwas für ihn empfindest, aber er distanziert sich von dir, er mag dich nicht, er hat vielleicht Bindungsangst, er ist emotional nicht verfügbar, nachdem er anfangs so liebevoll zu dir war. Dann ist es schon schwieriger, dir keine Gedanken über ihn zu machen, dir nicht den Kopf über ihn zu zerbrechen und ihn einfach so loszulassen. Aus diesem Grund erfährst du heute von mir, wie du es schaffen kannst, von einem Mann nicht zu besessen zu sein, das ist jetzt etwas übertrieben, und ihn auf ein Podest zu stellen, obwohl er es gar nicht verdient hat. Darum bleib auf jeden Fall dran. Wie du bestimmt schon in deinem Leben festgestellt hast, ist es keine gute Idee, zu besessen von einem Mann zu sein und ihn auf ein Podest zu stellen. Was meine ich damit? Ich meine damit, es ist keine gute Idee, dir zu viele Gedanken über den Mann zu machen, alles zu analysieren und zu zerlegen, dir den Kopf über ihn zu zerbrechen und vielleicht auch noch deswegen schlaflose Nächte zu haben. Dadurch wirst du bestimmt nicht bekommen, was du willst. Es ist ein riesengroßer Irrtum zu glauben, dass du durch dieses Kopfzerbrechen und dir Gedanken machen etwas in deinem Leben bzw. in der Beziehung zu ihm verbessern wirst oder dadurch irgendetwas richten wirst. Nein, das wirst du nicht. Das ist nur ein Irrtum. Und falls es dir selbst noch nicht aufgefallen ist, dann teile ich mit dir jetzt eine wichtige Sache. Du bist in deinem attraktivsten und unwiderstehlichsten Ich, wenn du nicht alles überdenkst, wenn du dir nicht den Kopf zerbrichst und den Mann dadurch auf ein Podest stellst und wenn du keine Angst mehr hast, jemanden oder etwas loszulassen oder sogar es zu verlieren. In anderen Worten bedeutet das, wenn du dich dem Fluss des Lebens hingeben kannst und annehmen und akzeptierst, was gerade ist und was nicht ist, dann macht dich das nicht nur extrem attraktiv, sondern es fühlt sich auch großartig an. Dein Leben wird dadurch besser und es wird sich auch leichter anfühlen, weil du im Hier und Jetzt bist und den Moment genießen kannst. Bestimmt hast du auch schon folgende Dynamiken in deinem Leben festgestellt. Je mehr Interesse du an einem Mann hast und je mehr du ihn auf ein Podest stellst, desto schlechter werden die Ergebnisse, die du in deinem Liebesleben erzielst. Je weniger Interesse du an einem Mann hast, desto mehr Interesse hat er dann scheinbar an dir. Und je mehr dein Interesse gegenüber einem Mann abnimmt und weniger wird, desto mehr steigt möglicherweise sein Interesse. Ich weiß nicht, was sich das Leben dabei gedacht hat, dass diese Dynamiken so funktionieren. Aber wie du siehst, ist es das Beste, einen Mann nicht zu sehr zu brauchen, ihn nicht auf ein Podest zu stellen und ihn nicht zu sehr den Kopf in Bezug auf ihn zu zerbrechen. Wenn wir Menschen jemanden auf ein Podest stellen und diese Person übermäßig wichtig für uns wird, dann sind wir nur noch sehr schwer zufriedenzustellen und fangen an zu nörgeln. Und dann sagen wir so Dinge, die ich auch oft von Frauen höre. Wieso meldet er sich nicht mehr? Normalerweise meldet er sich jede Stunde. Jetzt habe ich schon 2 Stunden nichts mehr von ihm gehört. Vielleicht hat er eine andere kennengelernt und er mag mich nicht mehr. Ich kann ihm einfach nicht so wichtig sein. Wenn du also einen Mann nicht auf ein Podest stellst, nicht alles in Bezug auf ihn überdenkst und einfach im Flow bleibst, dann bist du in der attraktivsten Version deiner selbst, in deinem attraktivsten Ich. Wenn ein Mann dich schlecht behandelt und er dir nicht die Aufmerksamkeit, die Zuneigung, die Nähe, die Liebe gibt, die du verdienst und die du dir wünschst, dann kannst du mit Sicherheit wissen, dass dieser Mann nicht der richtige Mann für dich ist. Darum hat er es auch nicht verdient, dass du zu viele Gedanken an ihn verschwendest. Wenn du einen Mann auf ein Podest stellst, dann besteht die Gefahr, dass du Scheuklappen aufsetzt. Das heißt, du siehst einige Dinge nicht mehr. Dinge wie, dass der Mann nicht der Richtige für dich ist. Dass es vielleicht nur dein Ego ist, das nicht damit fertig wird, dass er dir keine Aufmerksamkeit schenkt. Und du fängst an, Warnzeichen zu übersehen und zu ignorieren. Also nochmal. Wenn du einen Mann auf ein Podest stellst und Scheuklappen aufhast, dann siehst du nicht, dass er nicht der Richtige für dich ist. Alle anderen sehen das, selbst ein Blinder. Nur du kannst es nicht sehen. Wenn wir eine andere Person auf ein Podest stellen, dann laufen meist 2 Dinge schief. Erstens,
Die andere Person hat gar nicht unsere Aufmerksamkeit, Nähe und Zuneigung verdient. Und zweitens, etwas stimmt mit uns nicht. Das bedeutet, wir sehen unseren Wert nicht. Wir denken, wir wären nicht gut genug oder wir wären nicht wertvoll genug und entwickeln Horrorszenarien. Das heißt, wir setzen unsere Scheuklappen auf und fangen an, die wichtigen Dinge zu ignorieren, wie zum Beispiel unserem Selbstwert. Und somit bist du in einem Mangeldenken. Und dadurch wirst du noch mehr Mangel in dein Leben ziehen. Wenn du einen Mann auf ein Podest stellst, dann setzt du alles daran, dass etwas Positives bei dem Mann dabei herauskommt. Du begibst dich in eine Art Angstmodus und dann bekommt bei dir so Gedanken hoch wie, mit diesem einen Mann muss es unbedingt klappen, denn sonst werde ich nie wieder so einen Mann wie diesen finden. Dieser Mann ist meine letzte Hoffnung. Und das ist wunderschön, dass du so denkst. Aber irgendwie ist es auch seltsam, dass du so denkst, wenn man bedenkt, dass auf diesem Planeten 8 Milliarden Menschen leben. Das Gegenteil davon, jemanden auf ein Podest zu stellen und sich zu viele Gedanken und Sorgen zu machen, ist loszulassen und sich keine Gedanken und Sorgen mehr zu machen. Und das ist sehr wichtig, vor allem in unserem Liebesleben. Es geht hier nicht darum, jemanden absichtlich schlecht zu behandeln. Jemand darf dir noch wichtig sein und du darfst diese Person noch gut behandeln. Es geht nur darum, dass du dir nicht so viele Gedanken darüber machst, was dabei herauskommt, also über das Ergebnis. Du darfst wie folgt denken: Wenn es mit uns läuft, dann ist es okay. Wenn es mit uns nicht läuft, dann ist es auch okay. Es wird mir vielleicht wehtun, aber das Leben geht weiter und ein neues Kapitel wird sich öffnen. Somit bist du nicht mehr von dem Ergebnis abhängig. Du bist nicht mehr im Angstmodus. Du wirst den Mann nicht mehr auf ein Podest stellen. Damit wird der Mann dein attraktivstes Ich oder die attraktivste Version deiner selbst kennenlernen. Dein bestes Selbst. Und du wirst anfangen, dein bestes Selbst zu fühlen. Dadurch wird dein Leben viel schöner und leichter. Und in deinem besten Selbst wirst du auch nicht mehr denken, dass du nicht gut oder wertvoll genug bist und dass alles viel zu schön ist, um wahr zu sein. Und irgendwann kommt das böse Erwachen und alles ist vorbei. Und wenn es doch vorbei sein sollte, dann ist es eben so. Dann sollte es einfach nicht sein. Denn wenn es doch so sein soll, dann wird es nicht vorbei sein. Siehst du, das ist ein weiterer Grund, dir nicht zu viele Gedanken zu machen und alles in Bezug auf einen Mann zu überdenken. Wenn ein Mann wirklich der Richtige für dich ist, dann wird alles einen Lauf nehmen und in die richtige Richtung gehen. Und daraus wird dann auch eine dauerhafte Beziehung entstehen. Wenn ein Mann hingegen nicht der Richtige für dich ist, dann kannst du dir noch so viele Gedanken machen, den Kopf zerbrechen, alles analysieren, detaillieren, den Mann auf ein Podest stellen, schlaflose Nächte haben. Das wird den Mann nicht zum Richtigen für dich machen. Und hier ist noch ein wichtiger Gedanke. Es spielt keine Rolle, wie sehr du einen Mann magst oder wie viele Gefühle du für ihn hast. Er ist nicht so unersetzlich, wie sich das anfühlt. Höchstwahrscheinlich wirst du später einen Mann kennenlernen, den du genauso magst oder sogar noch mehr magst, auch wenn du es jetzt vielleicht noch nicht glaubst. Was ich dir aus meinem eigenen Leben mitgeben kann, ist Folgendes. Es gab auch schon Frauen in meinem Leben, mit denen es nicht geklappt hat. Und ich dachte mir, so eine Frau wie diese werde ich niemals wiederfinden. Und im Nachhinein habe ich festgestellt, dass es gut war, dass alles so kam, wie es gekommen ist. Und wenn ich könnte, würde ich meinem früheren Selbst sagen, mein Freund, entspann dich, denn es warten noch so viele großartige Erlebnisse auf dich, mit denen du gar nicht rechnest. Und wenn du jetzt zur besten Version deiner selbst werden willst, indem du loslassen kannst und zu der Frau wirst, die durch ihre Ausstrahlung den richtigen Mann in ihr Leben zieht, dann melde dich jetzt für ein kostenfreies Beratungsgespräch an. Um dich für dieses kostenfreie Beratungsgespräch anzumelden, geh auf roland-demian.de oder klicke schnell auf dieses i hier oben. Ich bedanke mich herzlich für deine Zeit und für deine Aufmerksamkeit. Hinterlasse mir gerne einen Daumen nach oben, wenn dir das Video gefallen hat und abonniere meinen Kanal, falls du es noch nicht getan hast, um kein Video mehr zu verpassen. Vielen herzlichen Dank, dass du da warst und ich freue mich, dich beim nächsten Mal hier wieder begrüßen zu dürfen und sage alles Liebe, dein Roland.